Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Splatoon 2 Online. Wieder dabei ist der liebe MikroXC. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, ja. Wir sind sehr fertig. Und wir sind als Gegner. Wir sind Gegner. Ja, wir müssen gegeneinander kämpfen. Das ist nice, ne? Also ich freue mich einfach. Ja, ich freue mich, damit ich endlich anziehen kann. Also, wir haben ein Thema vorgeschlagen bekommen. Das haben wir jetzt bis nachher von uns hergeschoben. Ja, richtig. Das Thema. Aber jetzt, was war denn das Thema? Kläre uns auf. Welt ohne Menschen war das Thema. Ja, eine Welt ohne Menschen. Wie würde eine Welt ohne Menschen aussehen? Was sagst du dazu? Wäre das gut? Ja, was sag ich zu einer Welt ohne Menschen? Erstmal muss man natürlich dann resümieren, was machen die Menschen falsch? Und was würde die Welt besser machen, wenn die Menschen halt nicht da wären? Oder was würde sich verändern, wenn die Menschen halt nicht da wären? Ich würde mal anfangen mit Ressourcenverschwendung. Guckt euch uns Menschen an, was wir an Ressourcen verschwenden. Fangen wir an mit der Abholzung des Urwaldes oder Regenwaldes im Amazonas oder das, was wir an Plastik halt einfach verbrauchen, wo sich Plastik halt so langsam zersetzt, dass das noch über Jahrhunderte auf der Welt erhalten bleibt. Das wäre alles ohne die Menschheit halt nicht da und wir würden den Planeten halt weniger vergiften. Ganz einfache Sache. Das auch. Aber jetzt nur die Frage. Es gibt ja zwei Szenarien, wie die Welt ohne Menschen aussehen könnte. Zwei Szenarien. Also das eine Szenario wäre, wenn die Menschheit jetzt plötzlich einfach aussterben würde und alles so wie es ist, alles stehen und liegen bleibt. Oder das zweite Szenario wäre, wenn die Menschen erst gar nicht aufgetaucht wären. Richtig. Wie würde die Welt heute aussehen, wenn die Menschen nicht aufgetaucht wären? Also, du könntest dir die Welt gar nicht so ohne jetzt Strukturen, wie die Menschheit aufgebaut hat, gar nicht kaum vorstellen. Und sportliches Verhalten. Also du weißt... Es würde auf jeden Fall die Weltkarte würde nicht existieren. Es würde keine Weltkarte existieren. Es wäre einfach nur unendlich viel Land. Ich glaube, überall wäre einfach nur Wald und viel Gestrüpp und Tiere überall. Wie soll denn überhaupt eine Weltkarte existieren, wenn der Mensch jetzt uns bekannt das einzige Lebewesen ist, was sich selbst im Bewusstsein ist, dass es nicht instinktiv, dass es existiert und dass es die Umgebung so wie sie ist halt wahrnehmen kann und nicht per Instinkt. Genau, aber ich gehe davon aus, wenn die Menschheit erst gar nicht aufgekommen wäre, dass die Tiere sich wesentlich weiterentwickelt hätten. Meinst du, dass es dann eine weiterentwickeltere Spezies gegeben hätte als die Menschen selbst? Nee, als die Menschen, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass die Tiere wesentlich größer werden, weil die mehr Freiraum haben. Natürlich hätten sich die Tiere halt bei Weitem weiterentwickelt. Ist ja bei Tieren, die... Aber in welche Richtung? Wären sie schlauer geworden? Wären sie vielleicht dümmer geworden? Nee, schlauer würde ich nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass Tiere auf jeden Fall definitiv größer werden, denn zeigt ja schon die Käfighaltung. Tiere in Käfigen werden wachsen nicht so schnell wie Tiere, die frei leben. Ja, das ist wohl wahr und nicht nur das. Tiere, die im Käfig sind, verlieren auch ihren Jagdtrieb. Oh Gott, wir haben gesackt, Alter. Oh, mein Team wieder mal. Es ist so nein. Okay, gut, das war doch gar nicht so scheiße. Pech gehabt halt einfach. Ja, ich hab gewonnen. Ist halt mein Skill, ne? Dein Skill, ja, nice, natürlich. Klar. Du hast genauso wie ich gesackt, Alter. Ja, ist okay, ich hab trotzdem. Aber ich hab so, dass mein Team hat gewonnen. Jupp. Bis gleich, Leute. Bis gleich. Jupp. Hallo Akito, willkommen bei uns in die Lobby. In der Lobby. In die Lobby. Ja, ich kann auch kein Deutsch, obwohl ich Deutscher bin, aber. Ja. So, aber ja. Das Thema, du warst gerade stehen geblieben beim Jagdtrieb. Dass der Jagdtrieb im Käfig halt verloren geht. Richtig, genau. Dann würde ich behaupten, dass die Welt, wo der Mensch gar nicht aufgetaucht ist, dass die Jagdtriebe halt, Also es würde auf jeden Fall mehr Räuber geben, denke ich mal. Weil der Jagdtrieb, der stirbt halt wirklich bei Tieren aus, die, den habe ich getötet. Der Jagdtrieb stirbt halt wirklich aus bei Tieren, die in Gefangenschaft leben. Ja. Aber bei Tieren, die nicht in Gefangenschaft leben, da ist der Jagdtrieb halt nach wie vor vorhanden und das auch sehr stark. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass wenn der Mensch gar nicht existiert, dass Tiere wesentlich... Die wären wesentlich gefährlicher, definitiv. Ich denke mal auch, die ganze Population der Tiere hätte sich anders entwickelt, was halt logisch ist, weil der Mensch zerstört und kontrolliert ja jetzt die Population bestimmter Tiere. Ja, aber auch die Züchtungen. Ich glaube, viele Hunderassen
Hätte es ohne den Menschen gar nicht gegeben. Ganz ohne genau. Gar nicht den Menschen gar nicht gegeben. Und deswegen gehe ich auch davon aus, wenn jetzt die Welt plötzlich, wo der Mensch ausstirbt, viele Hunderassen würden gar nicht in einer Welt ohne Menschen jetzt mittlerweile überleben. Denn wenn du dir Chihuahuas anguckst, die werden zertreten. Wenn du dir hier die Hunde anguckst, wie Pudel, die würden sich ständig in der Nähe verfangen. Eben genau. Also es gibt schon Tierarten, die würden halt nicht lange durchhalten ohne Tier oder ohne Mensch. Die würden halt ohne den Menschen gar nicht lange durchhalten, aber ja. Es hätte sie ja nicht mal gegeben. Wie dann auch. Der Mensch hat einige Hundearten halt gezüchtet und deswegen existieren die auch, wie jetzt ein Zwergspitz-Brioche oder all diese exotischen... Oder Mops. Französische Bulldogge und all solche Geschichten, die hätte es gar nicht gegeben, wäre der Mensch nicht da gewesen. Und hätte nicht genau, in die Natur eingegriffen. Halt, und Tiere wie der Mops zum Beispiel auch komplett gar nicht ausgelegt, darauf zu jagen. Richtig. Dafür haben sie eine Kacknase. Die würden halt gar nicht lange laufen können, ohne dass sie hecheln würden. Und dementsprechend würde eine Welt ohne Menschen, wenn die Menschen halt auch sterben, würden auch viele Tiere mit dran glauben. Ja. Tierarten. Also und, nee, ich glaube, die Tiere, ja. den Tieren würde sogar besser gehen, wenn der Mensch nicht existieren würde. Nee, ich glaube, bei manchen nicht. Die Bienen sind doch jetzt auch schon am Aussterben. Ja. Und das ist weitaus schlimmer. Mit den Bienen. Und, die Bienen brauchen wir. Die Bienen ist für die Bestäubung der Blumen zuständig. Wenn wir die Bienen halt verlieren, dann könnte das doof werden. Aber natürlich sind nicht nur die Bienen Bestäuber, es gibt auch andere. Ich krieg ja nur auf die Fresse, ne? Diese Menschen. Aber trotzdem Die Leute hier gehen zu dritt auf einen los, ne? Zu dritt. Bei mir auch dasselbe. Unser Team hat gesackt, Alter. Die waren scheiße. Was für Scheiße ist jetzt, Alter. Und die Leute sind zu dritt auf mich gegangen, Alter. Zu dritt und muss man sich was geben lassen. Ja, gebt ihr das doch mal. Was für eine Kacke, Alter. Na, wir hatten aber auch Yoshi im Team und wie schon bewiesen, Yoshi sackt. Nee, Yoshi war sogar der Beste von uns. Nee, für mich finde ich nicht. Dadurch haben wir verloren. Finde ich auch nicht. Yoshi sackt. Scheiß Dino, Alter. Bück dich für Mario. Bis gleich. Ja, bis gleich. Ja, hier sind wir wieder. Gretenkanal. Wir waren stehen geblieben, dass sie zu dritt allein einen angegriffen haben. Oh Gott, ich bin natürlich mit Yoshi im Team. Super. Läuft hart. Naja. Yoshi sackt. Also Menschen, ne? Was? Wenn die Welt ohne Menschen existiert, würde es wahrscheinlich auch Atomwaffen nicht geben. Es könnte natürlich aber auch, wird es dann keine Atomwaffen geben. Tiere hätten die Atomwaffen wohl kaum entwickelt. Es würde keine krassen Tierkriege geben, nichts, ne? Nee, das Gesetz der Stärkeren würde halt herrschen, ne? Wie es in der Natur halt der Fall ist. Natürliche Selektion nennt man das auch. Die Tiere würden sich halt selbst regulieren. Ja. Nerv mich doch nicht. Mann, Alter. Aber die Tiere würden sich halt selbst regulieren und dadurch würde es auch keine Überbevölkerung, wie jetzt es bei den Menschen halt der Fall ist. Sie kommt ja vor, die Überbevölkerung ist ja da. Es wurde aber auch schon gesagt, dass wenn die Menschheit jetzt irgendwie, ich habe mal damals Dokus geguckt, wenn die Menschheit jetzt aussterben würde, würde erstmal alles mit Moos bewachsen. Urwald holt sich zurück, was die Menschheit genommen hat. Aber, die Welt holt sich das zurück, aber, was die Menschheit aber, genommen hat. Das Problem ist auch noch, dass... Wegrasiert! Mann. Wegrasiert, aber Alter! Das Problem ist, es würde trotzdem... Die Menschheit hat schon so viel auf dem Planet verursacht mit dem Plastik im Meer, mit der Umweltverschmutzung der Luft, mit Abholzen. Das würde Jahrhunderte brauchen, bis das eigentlich sich normalisiert hätte. Selbst wenn der Mensch jetzt verschwindet natürlich würde. Aber Jahrhunderte ist für die Erde nur ein Augenzwinkern in ihrem Alter mittlerweile. Die Erde ist nicht umsonst knappe 4,7 Milliarden Jahre alt oder irgendwie sowas war das. Und, ja, ich weiß, die ist schon sehr, alt. Das ist halt für die Erde ist das nur ein Augenblick, die paar Jahrhunderte. Naja, wenn wir so weitermachen wie bisher mit den ganzen Abgasen und alles, dann lebt die auch nicht mehr lange. Die Erde kann sich selbst regenerieren. Das Problem ist eher später mal die Sonne in ein paar Milliarden Jahren. Die Sonne wird irgendwann mal weg sein. Ja, aber auch die Kriege, wenn wir durch die Kriege machen, weitermachen, das werden die aber schlimmer. Das und irgendwann wird es auch hier. Viele haben ja Angst noch vor dem Dritten Weltkrieg, aber. Ne?
Da kann ich gar nicht getroffen haben. Da hat die scheiß Blase hinter mich geworfen, Alter. Steckst du halt, da kann ich gar nicht getroffen haben. Falls sowas mal passieren sollte. Da ist ein Schicksal, womit wir uns dann abfinden müssen. Ja, das ist halt so, ne? Aber dementsprechend würde die Welt ohne Menschen, wenn die Menschen jetzt verschwinden würde, irgendwie nice aussehen. Man hätte, wenn ich das einzige Mensch wäre, der überlebt hätte, hätte ich mal voll meine Ruhe, ne? Eben. Aber wer will das schon, ne? Och Mann, ich werde andauernd getötet. Gut, wir reden gerade über ein Thema. Ich konzentriere mich eh kaum aufs Einfärben. Ganz abgespaced. Stell dir vor, Menschen würden existieren und Aliens würden hier landen, weil sie merken, da gibt es kein anderes Leben. Kein anderes menschliches Leben, intelligentes Leben. Tja, dann würden die Aliens wohl ansiedeln. Die Erde ist doch reich an Ressourcen. Richtig. Aber da so wie der Zustand der Erde jetzt ist, würde doch keiner hier landen. Richtig. So, abgezogen, die Gegner. Das haben wir verloren, ja. Ich habe auch nichts gerissen gekriegt. Ich war echt scheiße. Nee? Ja. Also gut, üblich. So scheiße war ich gar üblich. Nicht. Ich habe gut eingefärbt, obwohl ich über ein Thema rede. Aber ja, bis gleich, Leute. Jup. W-U-T. Spacken. Weicheier und Trottel ist wieder dabei. Ja, genau, Weicheier und Trottel. Und wir sind auch noch mit ihnen in einem Team. Nice. So ist das geil. Nice. Das ist echt super, ja. Das freut mich. So. Ich bin ja richtiger Fan davon, von Clan-Idioten. Ja, ich auch. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Welt ohne Menschen immer noch. Wir haben das Thema. Du kannst ja mal ein neues Thema anreißen von Welt ohne Menschen. Vielleicht hast du ja noch ein anderes Szenario, außer die beiden. Nee, ist eigentlich nicht, also, ne? Was heißt anderes Szenario? So viele Szenarien hast du gar nicht bei Welt ohne Menschen. Was willst du da ein anderes Szenario haben? Ja. Deswegen gibt's eigentlich nur zwei Szenarios. Was würde passieren, wenn die Welt ohne, wenn die Menschen einfach so von der Welt verschwinden, obwohl sie schon existiert haben? Aber das ist auch eine gute Frage. Ich habe mir jetzt gerade durch den Kopf gegangen. Eine Welt ohne Menschen. Es kommt darauf an, wie die Menschen aussterben. Was würde passieren, wenn die Menschen aussterben durch einen Atomkrieg? Richtig, weil das was wäre dann mit der Welt? Wie lange würde brauchen? Gut, wenn wir jetzt vom rein Plutonium ausgehen, das hält sich 25.000 Jahre ungefähr, ist die Halbwertszeit. Ja. Und sportlich verhalten. Dann kann man sich ja schon ausrechnen, wie lange es bräuchte, damit sich die Welt komplett regeneriert von so einem Atomkrieg. Ja. Ich kann halt nichts machen, ne? Das ist so dumm. Also, ich habe nicht genug Reichweite, ich nehme gleich eine andere Waffe, Alter. Bei einem Atomkrieg kannst du halt echt auch nichts sagen. Alter, ich treffe halt nichts. Meine Waffe hat echt keine Reichweite. Wir haben dieselbe Waffe, yep. Oder? Oh, das ist nice. Das ist halt wirklich sehr nice. Ja, auf jeden Fall gesagt, die Tiere würden halt durchdrehen. Es würden viele Tiere aber auch aussterben. Es wäre nicht für alle Tiere ein Vorteil. Haustiere, ja. die nicht mal gelernt haben, draußen wild zu leben. Haustiere, die Hunde, die darauf gezüchtet werden, von Menschen gefüttert zu werden. Ja, eben. Die würden aussterben, außer Hunde. Hunde haben ja noch einen gewissen Jagdtrieb. Die würden das wahrscheinlich schaffen. Aber wenn wir jetzt richtige gezüchtete Tiere halt hätten, die würden halt einfach aussterben. Zootiere, die es auch nicht gewohnt sind, alleine jagen zu können oder sowas. Katzen zum Beispiel würden halt auch alleine schaffen zu jagen. Wenn du nicht reine Hauskatzen halt hast, ne? Ja, aber Zootiere, die im Zoo geboren sind, wissen doch nicht mal, wie das ist. Richtig. Die würden halt auch eingehen irgendwann. Die würden vielleicht jagen können noch, aber... Aber, ja. Mr. Yoshi hat mich getötet, danke. Ich hab Yuki getötet, aber leider wurde ich dann von Mr. Yoshi wegrasiert. Naja, macht auch nichts. Wir haben halt WUT-Typen drin, das kannst du halt nicht machen. Ja, eben. Ja, aber. Vor allem, wenn die zu zweit auf einen warten, wenn es hinspringt. Unsportlich. Katzen zum Beispiel, die würden überleben, weil die halt Jäger sind. Die hätten damit nicht so eine krassen Probleme. Also. Katzen Hunde wiederum ist eine andere Geschichte. Auch Hunde würden viele überleben, aber es gibt halt ja auch Haushaltshunde und Haushaltskatzen. Die würden halt einfach eingehen, weil sie das so vom Menschen gewohnt sind, gefüttert zu werden. Ja, das ist das ja. Wir würden viele Tiere aussterben. Pflanzenarten würden auch aussterben. Da zählt auch, wer der stärkste gewinnt. Richtig. Die am meisten wuchern. Blumen zum Beispiel würden nachher. Ja, ist ja echt so. Brombeerbüsche zum Beispiel. Wir haben gewonnen. Blumen, Zierblumen würden am Ende gar nicht mehr existieren irgendwann. Ja, eben. Also richtige Zuchtblumen würden auch nicht mehr existieren. Würden halt alles nur wild sein. Alles. Ja. Na, Leute, ich würde dann sagen. Bis zum nächsten Kampf. Yep.
Ja, Gretenkanal. Wir waren stehen geblieben bei Katzen und Hunden und dem, und ob der Mensch, ob diese Tiere überleben würden, wenn wir sie nicht mehr füttern würden. Also manche Tiere, haben wir ja schon gesagt, würden nicht überleben auf Dauer. Schafe zum Beispiel. Schafe würden einfach sterben. Schafe sind Pflanzenfresser. Sie würden halt überleben, solange sie was ja, zu essen haben. Aber sie würden getötet werden von Jägern, ne? Bei welchen Tieren ist aber zum Massensterben gekommen, 100%iges Massensterben gekommen wird, sind die Kühe. Denn die wurden darauf hingezüchtet, dass die immer Milch produzieren, selbst wenn sie nicht schwanger sind. Heißt, der Euter würde irgendwann platzen, wenn da keine Zitze dran gesaugt wird. Richtig, das habe ich nämlich auch gehört, dass die halt darauf gezüchtet wurden, nur noch Milch zu geben. Ja, und deswegen würde es bei den Kühen ein Massensterben geben. Wenn der Mensch plötzlich verschwindet. Ja, eben. Das wäre halt krass. Weil normalerweise geben Tiere nur Milch, allgemein Säugetiere nur Milch, wenn sie Kinder kriegen. Wenn sie schwanger sind. Und richtig, oder wenn sie ein Kind schon haben, die ersten paar Monate, dann kriegen sie Milch. Aber die Kühe hierzulande wurden darauf hingezüchtet. Einfach immer Milch zu geben, immer mehr. Das ist so behindert, die Alter. Würden, Yugi tötet mich halt einfach mit zwei Schüssen. Das ist einfach so lächerlich. Dieses Spiel ist einfach eine Lächerlichkeit für sich, ne? Ja, das ist echt, halt so dumm. Das ist halt echt so. Und ich weiß, dass Yugi wirklich richtig gut ist in dem Spiel. Aber zwei Schüsse ist halt wirklich schon hart lächerlich. Das hatte ich aber schon öfter. Bei allen. Das ist ja nicht nur Yugi Cat, das ist bei vielen so. So, wegrasiert, Yugi. Wo waren wir denn jetzt? Naja, was auch nicht existieren wäre Technik. Das heißt, wenn die Menschen existieren würden von Anfang an oder wegsterben, die Technik würde hier zwar jetzt, wenn die Menschen plötzlich verschwinden, da sein, es würde nur keine Nutzen. Die Technik würde vergehen. Sie hält ja nicht ewig, wenn der Mensch sie nicht wartet. Das ist das ja. Ohne den Menschen vergeht die Technik. Jemand muss sich ja um die Technik kümmern, damit sie weiter funktioniert. Ja, aber die Technik ist ja vorhanden. Die ist vorhanden. Aber halt nicht benutzbar ohne Mensch. Richtig, sie ist halt vorhanden, aber ohne Mensch. Ohne Wartung. Ja, ohne Wartung. Die würde einfach vergehen. Die würde zubuchern. Atomkraftwerke, wenn der Mensch wieder verschwindet, würden irgendwann einfach auslaufen. Und die Kühlung würde kaputt gehen und die würden explodieren. Richtig. Das heißt, die Kühlung, die Kühlstäbe, die müssen ja immer neu gemacht, reingetan werden. Bei Atomkraftwerken, ja. Es würde zu Kernschmelze kommen. Genau das ist das Ding halt. Weil niemand wartet die Atomkraftwerke. Ohne Wartung der Atomkraftwerke sterben die halt einfach, ne? Genau, richtig. Ohne Kühlung... Ist halt vorbei. Dann war's das. Dann explodieren die. Ja, da kann das Tier auch nichts machen. Es würde überall zu Atomreaktionen kommen und... Das wäre der erste Schritt, was passiert, wenn der Mensch plötzlich verschwindet. Richtig. Dass die Sachen explodieren. Natürlich würde alles erst zubuchern, aber in der Laufe der Zeit würden die Dinger explodieren. Nicht in der laufenden Zeit, das wird relativ kurz danach passieren, weil Kühlwasser muss immer weiter gekühlt werden. Wenn der Mensch das nicht kontrolliert, ja, scheiße, dann fliegt das halt hoch, ne? Naja, die Kühlstäbe werden nur ab alle paar Jahre ausgewechselt. Richtig. Und das ist... Und ich kriege... Ich kriege einen Skill. Für Zeitrechnung ist das doch schon wenig. Du kriegst einen Skill. Ist das sogar ein guter... Bis zum nächsten und letzten Kampf. Ja. So, die Endfrage sagst du ja eben noch während der Wartezeit. Die Welt, wäre es besser, eine Welt ohne Menschen? Wäre eine Welt ohne Menschen besser oder schlechter, ja. Aus unseren Standpunkten ist es Fakt, dass wir sagen nein. Was würde ich sagen? Also aus deinem Standpunkt sagst du nein. Ich würde eher sagen, ja, wäre sie. De facto wäre es... Die Welt gewisser Weise besser dran, besser aber als wäre sie für dran. Ja, besser für die Welt, aber aus unserer Sicht, wenn wir nicht existieren, kann ja nichts besser für uns sein. Richtig, es kann nichts besser für uns sein, aber wenn ich jetzt aus der Sicht der Welt sprechen würde, aus der Sicht halt der Welt ohne ist klar. Den Menschen nur positive Aspekte für die Welt. Nur. Für die Welt ja, aber nicht für uns. Für uns definitiv nicht. Weil, für uns als Menschheit nicht, aber für die Welt als Welt sicherlich. Weil wir als Mensch denken natürlich auch nur an unser Überleben. Das ist klar. Richtig. Aber dafür vergiften wir halt den Planeten, der uns dieses Leben halt überhaupt ermöglicht.
Sind das hier Fußballpokale drin? Basketballpokal? Lol. Der Planet ist halt auch nicht unendlich. Irgendwann kann der Planet nicht mehr und dann ist halt auch vorbei, ne? Richtig. Lol, ich wurde einfach von unten wegrasiert von dem guten Mikro XC. Nein, von oben. Ich bin oben runtergesprungen. So, und das ist halt so die Endfrage. Ich würde halt einfach sagen, ja, die Welt ist ohne uns Menschen definitiv besser dran, weil die Welt dann nur von instinktiven Lebewesen bevölkert wird, die halt wirklich auch nur das benutzen, was sie halt auch brauchen. Und wir Menschen leben halt in Luxus und holen uns halt Sachen, die wir halt eigentlich überhaupt gar nicht zum Überleben brauchen. Menschlich gesehen ist natürlich klar, dass die Welt ohne uns nicht besser dran ist, denn für uns ohne Menschen muss irgendwas zum Überleben haben. Wenn wir darüber nicht nachdenken könnten, denn ohne Menschen halt nichts besser, ne? Wie hat er mich gerade erwischt? Das kann nicht sein. Aber gut. Naja, objektiv gesehen ist es besser für die Welt, wenn die Menschen nicht wären. Also aus meiner Sicht, dass andere Menschen können halt auch... Ihr könnt halt übrigens in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht und was für Gegenargumente ihr habt. Das würde mich sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Ja. Genau, da gibt es halt sehr viel Spekulationsfreiraum, ne? Und aus meiner Sicht ist es halt wirklich so, die Welt ist ohne die Menschheit besser dran, weil dann wird sich die Welt halt so entwickeln, wie sie ist, ohne dass der Mensch in die Natur eingreift. Aber aus menschlicher Sicht, ohne Mensch halt nichts besser. Wir könnten uns diese Gedanken sonst gar nicht stellen. Richtig. Dementsprechend würden wir es nicht toll finden, wenn... Also wir persönlich würden es jetzt nicht unbedingt toll finden, wenn wir plötzlich die Menschheit aussterbt. Ist ja klar. Richtig, also dann könnten wir auch nicht mehr mit euch Splatoon spielen oder euch unterhalten jetzt zum Beispiel. Auch wenn es jetzt ein ganz blödes Beispiel ist. Aber das wäre dann ja halt so der Fall, aber... Ja. Aus rein objektiver Sicht, wie wir es schon gesagt haben, ja, wäre die Welt halt, denke ich, wirklich besser ohne die Menschheit dran. Wegrasiert, Mimling. Du Lappen. Ah, Mann, ich werde nur gekillt hier, Mann. Das ist doch nicht normal. Oh Mann, habt ihr gesackt, Alter. Letzte Runde und ich werde nur geschlachtet. So wie eine Kuh, oder was? Nein, die Kuh wird auch Milch, wird ja Milch ausgenommen. Die werden ja selten geschlachtet. Ja, aber Leute, so viel zum Thema, wäre die Welt besser ohne Menschen? Ja. Das war's Thema. Dann auch schon wieder. Vielen Dank nochmal dafür. Ich glaube, das war eine Mischung aus Yuki Cat und Caramel Cookies. Caramel Cookies Vorschlag, ne? Irgendwie sowas war das. Caramel Cookies Vorschlag und Yuki Cat hat auch noch was dazu beigesteuert irgendwie. Richtig. Und ja, nochmal vielen Dank dafür, dass wir das gemacht haben. Wir haben ja gefragt auf unserem Discord. Genau. Schreibt weitere Vorschläge in die Kommentare oder auf YouTube MikoXCs oder meinem Discord. Wir sind sehr gespannt, was da noch zusammenkommt. Und ihr dürft uns in unserer Videobeschreibung ist auch ein Link, also auch ein Link sage ich schon. In unserer Videobeschreibung ist auch ein Link zu unserem Twitter-Profil und und unser Freundescode, womit ihr uns adden dürft. Ihr dürft jederzeit mitmachen. Richtig. Und ja. Das war's jetzt. Soll ich die Abmoderation machen? Gut. Ja, dann mach du die Abmoderation. Ja, dann bedanken wir beide uns, dass ihr zugeschaut habt. Like diesen Part und abonniert unsere Kanäle. Wir freuen uns immer über neue Abos, damit wir neue Themen bekommen und mit euch reden können. Und dann sagen wir beide Tschüss. Tschüss.